Guten Tag, guten Tag. Es ist 4 Wochen her, dass ich mit euch den Nasdaq mal angeschaut habe und ich fand es jetzt wirklich mal wieder Zeit, auch und insbesondere vor dem Hintergrund der Bewegung von der Apple-Aktie heute. Die ist jetzt also seit Anfang Dezember von 230 runtergekommen auf rund 145, haben Zahlen gebracht, haben sich in China nicht ganz so gut einbringen können. Die Zahlen waren schlechter als erwartet, der Wert verliert bis zu 10%. Das ist schon heftig. Und Apple ist natürlich auch ein Nasdaq-Wert. Die Nasdaq, das hier ist der Langfristchart seit der Wahl von Trump. Und mir geht es eigentlich darum, dass man jetzt sieht von diesem 2016er, das war im November, ich glaube am 8. November war die Wahl, bis zu dem Hoch, diese gesamte Bewegung haben wir bis letzte Woche bei diesen lustigen zwischen den Jahresbörsen in Amerika, anders kann man es ja gar nicht sagen, haben wir fast das 61,8er Retracement gesehen. Das liegt hier, ich mache es ein bisschen größer, so ganz grob 5823, da werden sich unser aller Fibonacci-Zahlen ein bisschen verändern. Aber bei mir sind es halt 5823, bis dahin sind wir fast gekommen. Und das ist insgesamt auch ein ganz guter Chart-Support hier, oftmals getestet. Hier die 5900, wieder runter, ein bisschen drüber, wieder dran, wieder drunter, wieder drüber. Das ist schon eine recht markante Marke und die verbindet sich halt jetzt auch sowohl mit dem unteren Bollinger Band, das sieht man hier, als auch mit dem 61,8er Retracement. Ich nehme es mal raus, damit der Chart ein bisschen sauberer ist und ziehe mal den Chart ein bisschen näher ran. Interessant finde ich, dass wir eben dieses Retracement mehr oder weniger touchiert haben und dann kam die Korrektur wirklich fast punktgenau gestern am Dienstag auf die 20-Tage-Linie und von ihr wieder abgefedert. Jetzt handeln wir momentan zwischen 10 und 20-Tage-Linie. Interessant, also auch für euch, insbesondere auch für die nächsten Wochen und Monate, ist immer wieder diese Geschichte, dass der Bewegung nach unten entgegengesetzte Band, das obere, ändert die Richtung und dadurch ist dieser Impuls hier unterbrochen. Ob daraus eine Seitwärtsbewegung wird oder eine Korrektur, wissen wir nicht. In diesem Fall hat der Markt sich eine Korrektur ausgesucht und wirklich punktgenau bis zur 20-Tage-Linie. Dieses Zusammenspiel, oberes Band bis zur 20-Tage-Linie oder unteres Band bis zur 20-Tage-Linie, das passiert schon recht häufig. Da unbedingt mal ein Augenmerk drauf legen. Dann haben wir jetzt hier vom MACD nichts Besonderes hier. Wir sind natürlich von den Tiefs hochgekommen. Im Moment ist er eher so, weiß nicht, kann ich nicht so sagen, hält sich eher mal bedeckt mit einer Aussage. Der Oszillator gilt als hoch, ist aber noch nicht überkauft. Gibt weder ein Verkaufssignal noch ein frisches Kaufsignal, gar nichts. Der ist einfach erstmal nur hoch. Das heißt, dieser Bereich hier um die 20-Tage-Linie und das gestrige Hoch bei so ganz grob 6.400, das ist schon relativ wichtig für die nächsten Tage. Ein Widerstand gibt es hier, das konnte man sehen. Wir sind gefallen, runter, korrigiert. Das letzte Zwischenloch nicht überboten. Und als wir dann da durch sind, gab es dann halt ein bisschen was auf die Nase von der 6.500, rund 10%. Ja. Also ein bisschen was vielleicht untertrieben. Das heißt, dieser Bereich hier ganz knapp vor der 6.400 ist definitiv, so wie wir es auch gestern hatten, über die 20-Tage-Linie auch vom Chart her ein Punkt. Das ist schon ziemlich wichtig, muss ich sagen. Ich vermute, dass wir in den nächsten Handelstagen eigentlich mehr so zwischen dem Low und der 20-Tage-Linie vielleicht einen Schnaps drüber, denn die fällt ja auch jeden Tag, handeln werden. Ich rechne eigentlich nicht damit, dass wir jetzt nochmal das Band nach oben ausfüllen, rechne aber auch nicht damit, dass wir hier nennenswert nach unten wegknallen. Jetzt gibt es eine Sache, die finde ich ganz toll. Das ist hier im Trader Fox, wenn man sich hier jetzt hier US Tech DAX oder Tech 100 aussucht, die Derivatebox öffnet, gab es bisher drei Emittenten. Und da ist einer dazugenommen und das ist Goldman Sachs. Den suche ich mir aus, die machen nach wie vor hervorragende Preise. Und ich gehe jetzt mal hier auf einen Hebel von 17. 17 ist hier. So, mir geht es darum, um einen Longschein zu finden, gehe ich unter das letzte Zwischenlow. Das letzte Zwischenlow ist so ganz bisschen unter der 5.100, das heißt ein 5.850er Schein, sowas in der Richtung suche ich. Da können wir mal gucken, was es hier so gibt. Hier. Mal schauen. Hier. Super. Ich mache das mal ein bisschen länger auf. 5.839,35. Das ist nicht ganz ein 16er Hebel. Das ist ein Turbo Bull Open End von Goldman Sachs. Dessen Basis liegt also hier noch unten drunter.
Und das ist die Kennnummer GM1YQ6. GM1YQ6. Jetzt hier im Moment finde ich ihn noch nicht ratsam zu kaufen. Ich möchte eigentlich gerne erst einmal so eine Seitwärtsphase bzw. leicht runter haben. Das würde mich, fände ich dann eher interessant. Der wird für mich hier in diesem Bereich, unteres Band und letztes Verlaufstief, da wird er für mich interessant. Da will ich mal machen. Wie gesagt, ich rechne nicht damit, dass wir jetzt das obere Band ausfüllen werden, aber das ist für mich der Schein, den ich mir definitiv auf die Watchlist packe. So, und dann schauen wir mal nach Put. Ein Put muss ich ansetzen hier, wo hier die Unterstützung war. Einmal, zweimal und jetzt hier der Widerstand dreimal in Verbindung mit der 20-Tage-Linie. Das heißt, ich möchte gerne einen Put suchen, der oberhalb von diesem ganzen Bereich liegt, oberhalb von der 6500. Und ich gehe auf Short. Ich stelle mir einen Hebel ein. Oberhalb von der 6500. Und da fällt mir dieser hier auf 6505. Das ist der Put mit der Kennnummer GA02PC. Ja, also das ist super einfach jetzt über den Trader Fox. Ich meine, es war vorher schon einfach, aber jetzt habe ich halt noch einen Emittenten mehr dazu und es ist auch noch einer meiner Lieblingsemittenten. Das ist für mich eine riesige Arbeitsersparnis. 6505 ist die Basis, auch ein Open-End-Schein. Ich wünsche euch ein Happy Trading und fette Beute. Bye bye.